Grüß euch von Infrarot Himmel. Wir haben auch da eine besondere Ehre. Wir haben nämlich 2x300 g von der kleinsten und teuersten Chili der Welt eben gekriegt für unser Kräutercube zum Trocknen. Und das ist die besondere Chapita Chili. Und das ist wirklich ganz was Besonderes. Und wir haben auch die Ehre, mit unserer Kräutercube da 2x300 g trocknen zu dürfen. Und da möchten wir euch eben live mitnehmen. Und schaut euch das sehr gern an und ich bin ganz gespannt, wie das Ergebnis ist. Wie ihr seht, ist das wirklich kleine Chili und nicht günstige Chili. Und das ist wirklich ganz was Besonderes. Und der Geschmack ist einfach so umfangreich, wie wir die schon verkosten dürfen. Das ist ein bisschen pfeffrig, ein bisschen Chili und einfach eine ganz geschmackvolle Chili-Richtung. Und das ist echt ganz was Besonderes. Das ist jetzt circa 1 g von dieser besonderen Chili. Charapita heißt, die könnt ihr ja gern googeln. Und das ist wirklich ganz was Besonderes. Und was wir eben die Information gekriegt haben, eine, die kleinste und die teuerste Chili der Welt. Und das ist wirklich was Besonderes. Und es ist eine große Ehre, dass wir das trocknen dürfen. Jetzt zeige ich euch, was nach einer Bordtag-Trocknung ebenso schon geschehen ist und wie die schon super zusammengetrocknet ist. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Boah, die schaut aber schon sehr gut aus. Man sieht schon, dass ein Teil schon getrocknet ist, aber innen merkt man eben, dass er noch leicht ein bisschen weich ist und dass er noch ein bisschen braucht. Jetzt will man sie ein bisschen durchlockern. Und riechen tut die echt fantastisch. Steht nämlich so einen leicht pfeffrigen, scharfen Geruch. Und das ist einmal ganz was anderes. Für uns auch eine ganz neue Erfahrung und sehr interessant. Schaut einmal. Und die besondere Charapita Chili wird bei uns eben schonend in der Kräutercube getrocknet. Und da sieht man auch, dass das ganze Chlorophyll, die Farbe eben alles erhalten bleibt. Und natürlich der Geschmack. Und ich glaube auch, dass der auch viel intensiver wird und noch aromahafter. In unserer schonenden Trocknung ist auch die Schärfe auch viel intensiver und das bleibt alles erhalten. Und weil sie natürlich auch noch reifen und das ist auch ganz was Besonderes. Durch die Infrarot, da es eine schonende Trocknung ist, wie auch draußen in der Natur, ist es auch gleichzeitig eine Reife gekommen und die Chili werden dadurch auch noch gereift und die Schärfe nimmt dann natürlich auch zu. Und ich bin schon ganz gespannt, wie das Endergebnis dann sein wird. Und das dauert dann natürlich auch seine Zeit durch die schonende Trocknung. So, jetzt wenn wir uns die besonderen Chilisorten anschauen, weil jetzt dürfte sie fertig sein von der Trocknung. Und jetzt schauen wir uns die mal an. Also der Geruch ist einmal sensationell. Das riecht so richtig wie frischer Pfeffer eben aufgemahlen und so ja, sehr intensive Chilinoten. Und die schauen sehr gut von der Trocknung aus. Die Farbe ist auch sehr schön. Und ja, die schauen einfach sehr, sehr gut aus. Und das ist unsere große Ehre, sowas einmal trocknen haben zu dürfen in unserer Kräutercube. Und das ist einmal ganz was anderes, sowas in unserer besonderen Kräutercube zu trocknen, weil es eben schonend getrocknet wird, das ganze Chlorophyll, die ganzen Nährstoffe im alles erhalten bleibt. Und dadurch ist das Endprodukt eben auch ganz was Besonderes, so wie eben in der Natur draußen die Infrarottrocknung. Bis bald und bis zum nächsten Video. Nicht vergessen, wir haben unseren YouTube-Kanal. Bitte sehr gern abonnieren und nicht vergessen den Daumen hoch. Und wir freuen uns über jeden Kommentar, den wir natürlich auch sehr gern persönlich bearbeiten. Bis bald, pfiat euch!